Oh Mann, gerade habe ich mich schwarz geärgert. Erstmal willkommen beim Let's Play mit World Trading Company. Ich habe mich wahnsinnig gerade geärgert. Ich nehme ja diese Folgen hier, das ist jetzt schon die vierte, glaube ich, oder die fünfte am Stück von diesem Let's Play. Die nehme ich am Stück auf und da kann natürlich der ein oder andere Konzentrationsfehler sich reinschleichen, vor allem wenn man nebenbei noch kommentiert und das Spiel nicht in- und auswendig kennt. Was für ein dummer kleiner Fehler. Ich hätte niemanden neben mir sitzen, der mich hätte stoppen können. Vielleicht hat der ein oder andere von euch reingebrüllt auf seinen Bildschirm. Tu es nicht, WB, tu es nicht. Ich habe euch nicht gehört, entschuldigt bitte. Ich habe doch glatt echt eben bei der Erforschung der Patente nicht auf Papete um Mobile geklickt, Energieverbrauch minus 50%, sondern ich habe nur Energie gesehen auf plus 100 Energiekapazität. Das ist nicht dasselbe. Darauf hatte ich klicken wollen. Ärgerlich. Das hole ich mir aber auch noch. Jetzt erforsche ich aber erstmal, damit ich meine Wirtschaft jetzt besser umbauen kann, die Nanotechnologie, damit ich, wenn ich Gebäude, damit ich Gebäude beliebig verschrotten und neu bauen kann, wie ich will, ohne dass die Chemikalien dabei futsch gehen. Klicke ich mal drauf. Und ich klicke auch schon mal auf Weiter. Die Leertaste weg und dann baue ich hier noch eine weitere, ein Claim habe ich ja noch über, hier noch eine Silikonfabrik, eine Elektronikfabrik, Silikon, was ich da mal wieder im Kopf habe, ich will es gar nicht wissen, eine weitere Elektronikfabrik, damit die drei sich ja gegenseitig boosten können, weil Elektronik brauche ich jetzt hier in der Spätphase des Spiels noch und nöcher. Wenn die gebaut hat, dauert natürlich lange. Ihr seht ja die, hier fliegt so ein Bauflugzeug rüber. Dauert ganz schön lange. Der Feind hat seinen Auktionsstart in 4 Sekunden. Welche könnte das denn sein? Schon wieder Bummelstreik. Plus 100% Energieproduktion bei einer Verbindung zu deinem Hauptquartier. Das ist für den Feind hier genial. Ich treibe mal dessen Preise hoch. Oh oh. Einmal noch hochtreiben. Hol's dir, hol's dir. Er holt es sich. Dann muss er hier, hat er drei Windturbinen nebeneinander stehen. Aber wenn er viel Energie produziert, senkt das indirekt auch meinen Strompreis, der verflixt hoch ist. Wo ist der Bummelstreik denn? Schon wieder hier. An derselben Stelle eingeschlagen? Da oder dort? Kann ich nicht genau erkennen. Weil sonst könnte ich das schützen. Ja, durch den Schlägertrupp kaufen. Kostet nur 2,5. Trotzdem, die Nanotechnologie braucht nur noch 20, 16 Sekunden. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist verflixt gut. Ich habe kein Feld mehr offen, aber gleich habe ich eins sicher. Und? 4 Sekunden. 2. Und? Und? Ja, Nanotechnologie erworben. Als nächstes hole ich mir jetzt Perpetuum Mobile. Minus 50% Energieverbrauch. Und Chemikalien entstehen ja noch in Löcher. Und jetzt kann ich ja richtig abreißen. Stahl. Ich habe 452 Stahl auf der hohen Kante. So viel brauche ich nie mehr wieder. Verbraucht nur Strom. Und was? Und das heißt, das hier schon mal. Das reiße ich schon mal ab. Und dann werde ich stattdessen ein Ingenieurslabor hier errichten. Ich überlege mir sogar, ob ich zwei nebeneinander errichten soll. Damit ich die Forschung entsprechend schneller machen kann. Dann reiße ich auch das Stahlwerk hier nochmal ab.
Achso, ich halte Eisen zurück. Genau, Eisen war die Ressource, ja, stimmt. Wenn ich ein Stahlwerk baue, ist das in genau dieselbe Menge? Stahlwerk bauen kostet Eisen 20. Ja, genau, ich bekomme alles zurück. Ja, dann komm. Und der Bau verbraucht sonst, wo haben wir das, Stahl? Ja, kostet kein Geld. Stimmt, also kann ich das ruhig abreißen, ohne irgendwas befürchten zu müssen. Wird abgerissen, da habe ich wieder diesen Claim frei. Ziehen Elektronik brauche ich dann. Allerdings 2-1. Ich verkaufe mal Stahl. Baue ich hier ein Ingenieurslabor daneben. Der beginnt mich aufzukaufen. Das war ein bisschen frech. Der will mich aufkaufen? Na, das ist ja ein Ding. Da werde ich mich wohl mal revanchieren müssen. Indem ich Chemikalien verkaufe. ...27.000 bräuchte ich dafür. Nahrungsmittel. Sauerstoff. Treibstoff. Alu macht gar keinen Sinn. Kohlenstoff habe ich noch ein Löcher. Chemikalien brauche ich auch gar nicht mehr so viele. Glas weiß ich noch nicht. 43.000. Jetzt könnte ich mal zum Gegenangriff vorgehen und ihm Aktien abkaufen oder meine Aktien schützen. Ich schütze mal meine. Genau. Um ihn komplett aufzukaufen, bräuchte ich 583.000. Da bin ich noch ein gutes Stück von entfernt. So, Ingenieurslabor ist im Bau. Ich habe aber jetzt aber genug Gold, um noch ein paar hübsche kleine Gemeinheiten zu machen. EMP kaufen hier unten zum Beispiel. Er baut auch fleißig um. Meuterei kaufen. Arbeitet das Gebäude für mich statt für ihn. Das Geothermalkraftwerk ist geschützt. Stahlwerke, nee, das macht alles keinen Sinn. Eiskondensator auch nicht. Was hat er, was ich gerne hätte? Wasserpumpe macht auch keinen Sinn. Der Preis ist eh im Keller. Das sind meine eigenen. Das sind auch meine eigenen da oben. Haut mich nicht vom Hocker. Haut mich nicht vom Hocker. Was ist hier mit dem Bau? Strom? Ich könnte noch ein Geothermalkraftwerk bauen. Dafür bräuchte ich aber einen weiteren Slot. Wovon habe ich genug? Alu. Der produziert so extrem viel. Der produziert weniger.
Alu lohnt sich fast gar nicht mehr. Reiß ich ab. Jetzt könnte ich ein Hackerraster bauen, um den Preis von Ressourcen zu manipulieren. Da brauche ich aber auch Elektronik für. Was ich mich gerade... Und ich könnte den Claim zurückgeben. Jetzt frage ich mich, ob der danach mir wieder zu... Was passiert, wenn ich den zurückgebe? Ob der mir dann zur Verfügung steht, dass ich den woanders bauen kann? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Hier stehen im Augenblick 0 Claims. Ich klicke auf Return. Jetzt habe ich einen. Das ist gut. Dann gehe ich rüber. Das hängt wohl vom Schwierigkeitsgrad ab. Und baue hier noch ein weiteres Geothermie-Kraftwerk. Der Strompreis ist allerdings eh schon sehr gering, stelle ich gerade fest. Ob sich das gelohnt hat? Ach so, weil der hier Strom ohne Ende baut. Produziert hier. Macht gar keinen Sinn. Naja, zu spät. Ach ja, und Perpetuum Mobile ist ja auch noch nicht erforscht. Naja, kann ich ja jederzeit recyceln. Ja toll, jetzt wird hier getrödelt. Bummelstreik. Wahnsinn. Hier könnte ich noch ein bisschen weiter Silizium produzieren. Bau von Elektronikfabrik. Ich mache Folgendes. Kann ich das hier wieder rückgängig machen? Bau abbrechen. Habe ich. Claim zurückgeben. Habe ich auch. Und dann könnte ich stattdessen hier eine Elektronikfabrik bauen. Hierhin. Silizium wird da gewonnen. Kohlenstoff wird automatisch hingebeamt, Alu auch. So, ich habe mein erstes Ingenieurslabor. Hier ist es. Der ist im Bau bei 97. Und ich lasse es mal weiterlaufen. Dann ist es fertig. Das sind die Ingenieurslabore. Und hier braucht man Chemikalien, um die Produktion zu verbessern. Chemikalien produzieren wir ja in sehr großen Mengen. Oder würden wir, wenn die Leute hier nicht bummeln würden. Aber wir haben immer noch genug. Also da müssen wir uns echt keine Sorgen machen. Das heißt, was? Wir können die Elektronikproduktion zum Beispiel boosten. Kostet einmalig 20. Und dann gebe ich nochmal 40 aus, um die noch mehr zu boosten. Das wird jetzt hintereinander hier erforscht. Wird gleichzeitig erforscht. Gebe ich sogar gerne nochmal aus. Der kauft mich hier. Versucht mich echt aufzukaufen. Schweinebacke. 28.000. Nüff. Das kann ich mir doch langsam leisten hier. Ich habe noch... Stahlproduktion läuft hier immer noch. Genau, Stahl brauche ich demnächst für den Offworld-Markt. Hackerraster, damit kann ich schon mal... Ressourcen manipulieren, das macht definitiv Sinn. Ressourcenpreise. Da brauche ich einen freien irgendwo. Wovon habe ich Unmengen? Alu. Na, aber das ist... Soll ich meine einzige Alu-Erzmine abreißen? Ja, warum nicht? Steht doch direkt hier vorne. Alu brauche ich für die Elektronik, aber ich habe solche Unmengen hier im Vorratskeller. Kohlenstoff wäre die Alternative. Aber Alu kann ich jederzeit überall neu gewinnen. Reiße ich einfach wieder ab. Steht so dicht in meinem Hauptquartier. Claim zurückgeben und stattdessen
Nee, den baue ich an Ort und Stelle. Baue ich, nee, das Hacker-Raster muss ich in der Nähe meines Hauptquartiers. Hier ist das eigentlich geschützt, weil ich glaube, wenn man so einen EMP-Angriff macht, ich mich nicht schwer irre, dann wären die hier die mit betroffen. Wenn da in die Mitte so einer kommt. Das ist mein Hackergebäude jetzt. Peter Mobile ist in 8 Sekunden erforscht. Achtung da oben, Energieanzeige oben links. Ja, bin ich sogar im Plus. Was natürlich ziemlich witzlos ist und das ohne diese Geothermie-Teil. Und die dritte Stufe der Elektronik wird gerade auch erforscht. Das sieht gut aus. 27.000, die sollte ich da irgendwie auftreiben können. So, uns mal erstmal um weitere Patente kümmern. Vor allem deswegen, damit die Gegenseite die nicht bekommt. Gebäude, die Kohlenstoff benötigen, sammeln diese Ressource aus der Atmosphäre. Warum nicht? Klar, dann habe ich zwei weitere Slots frei, nämlich die, mit denen ich hier im Augenblick Kohlenstoff produziere. Ich werde erstmal hier ein bisschen Kohlenstoff verkaufen. Dann werde ich hier noch verkaufen. Ne, Stahl noch nicht, den brauche ich gleich. Treibstoff. Und Sauerstoff. Ein bisschen Nahrung. Und jetzt kann ich mich noch einmal hier oben aufkaufen. Selber aufkaufen. Und jetzt klicke ich auf Kohlenstoffauswaschung patentieren. Kriege ich dadurch noch weitere Slots. Und erforsche dieses Patent. Von den vielen Nahrungsgebäuden hier. Ob ich da eins abreißen kann, bin ich mir nicht so sicher. Wasser lieber auch nicht. Sauerstoff und Treibstoff. Da könnte ich eins abreißen. Chemikalien demnächst, aber noch nicht. Nee, Chemikalien nicht. Stahl brauche ich auch noch. Das ist das Ingenieurslabor, das ist das Hackerraster, das gerade entsteht. Hier unten entstehen die Elektronikgeschichten. Und das war's, glaube ich, auch schon. Mehr steht mir gar nicht zur Verfügung. Genau, das heißt, das Einzige, was ich demnächst mal abreißen könnte, wäre hier ein Elektrolyse-Reaktor. Dann würde übrigens auch mein Wasserverbrauch sinken. Dann hätte ich ein Feld frei. Davon könnte ich eine Disco-Kuppel bauen. Um noch mehr, das mache ich, um noch mehr Credits zu bekommen. Und später kann ich dann den Off-World-Markt bauen. Ja, so mache ich das. Das Teil hier reiße ich ab. Den Claim mache ich weg. Die Disco-Kuppel, die produziert einfach nur, weil sie in der Nähe meiner Kolonie steht. Produziert einfach Geld. Da rennen die Leute bis hier oben hin und geben all ihr Geld aus. Muss natürlich erstmal gebaut werden. Und auch da gibt es ein passendes Patent zu. Hier im Patentamt. Eine virtuelle Realität plus 50% Profit durch Disco-Kuppel.
So, ich habe die Elektronikproduktion erhöht. Die nächste Stufe läuft auch schon. Dann bräuchte ich für die nächste 80 Chemikalien, dann würde ich noch schneller Elektronik produzieren. Ja, ist durchaus sinnvoll. Wo sind die Preise sonst hoch? Wo könnte ich sonst noch was einsparen? Natürlich bei den Chemikalien, klar. Chemikalienproduktion könnte ich auch nochmal boosten. Und das war relativ wenig, nämlich bloß für gerade mal 20 Chemikalien. Das ist die Reihenfolge 1, 2, 3, in der das erforscht wird. Die Konkurrenz kauft nochmal bei mir ein, kauft mir Aktienkapital weg. Schaffen die das, mich aufzukaufen? Ich bilde mir ein, ich bin eigentlich stärker als der Roboter-Konkurrent, oder irre ich mich da? Könnte das ein Trugschluss auf meiner Seite sein, dass ich mich hier auf der Überhol- und Siegelspur wähne, dass ich den Aktienmarkt aus dem Blick verliere? Auflösung, nächste Folge.